Ja, moin moin. Willkommen in der Garage. Heute ist die Peugeot 103 dran, das Moped. Das sieht ja eigentlich, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht unbedingt sieht, weil es schon ziemlich staubig ist, aber sieht ja eigentlich noch gut aus. Und ich hatte ja schon in einem der letzten Videos gesagt, diese Stoßdämpfer hier, das haut nicht hin. Die sind viel zu lang und das passt auch so nicht. Also habe ich mir gesagt, versuche ich nochmal wieder Originale zu kriegen. Und hier sind sie. Und die wollen wir heute da mal einbauen. Ich denke, das wird deutlich besser aussehen als so. Ja, das ist so der erste Step. Dann war ich heute beim Oldtimer-Markt. Leider war das gestern, war das Wetter noch ganz brauchbar. Heute war es echt scheiße. Nieselregen und war nicht schön. Leider war da auch nicht so viel los und das Blöde war, wenn bei so einem Teilemarkt überall auf den Tischen Planen liegen, dann siehst du ja auch gar nicht, was da angeboten wird. Schade eigentlich, weil ich bin eigentlich immer sehr gerne auf Oldtimer-Märkten und hier in der Gegend gibt es halt nicht so viele. Aber immerhin, ich bin da gewesen, da in den Tüten da unten ist auch noch ein bisschen was drin, was ich ergaunert habe. Ja, das gucken wir uns gleich mal an. Ja, kleine Überraschungstüte. Also wie gesagt, große fette Beute konnte ich nicht machen auf dem Oldtimer-Markt, aber ein bisschen was findet man ja immer. Also zum einen, so, gleich mal auspacken, zum Gewinde schneiden, beziehungsweise zum Gewinde bohren. Diese Dinger ja immer ganz gut. Ich habe das so mit dem klassischen Windeisen gemacht, aber hiermit geht das eigentlich ganz gut. Hier kann man etwas präziser einspannen und wenn ich dann hier so ein Gewinde bohre, dann geht das deutlich besser. Und sowas kann man auf Oldtimer-Märkten immer mal für kleines Geld schießen. Ja, denn mein Magnetstab, den habt ihr ja schon mal kennengelernt, der ist natürlich auch praktisch. Der hat aber den Nachteil, der ist starr. Das heißt, wenn man mal irgendwo um die Ecke muss, wie das letztens, wo mir die Zündkerze da in das Lüftergehäuse gefallen ist. Da ist so ein biegsamer natürlich um Längen besser. Kann man hier schon mal reinpacken. Ja, eine lange Spitzzange. Oftmals ist es ja so, dass die normalen Spitzzangen zu kurz sind. Und wenn einem auch mal irgendwo was ein bisschen weiter reinfällt irgendwo, dann ist so die Spitzzange eigentlich schon eine ganz feine Sache. Die Griffe sind auch ganz gut gummiert. Da hat man einen schönen Griff. Es ist also nicht so rutschig. Drahtschneider hat man dabei auch. Wunderbar. Einmal für die Zangenschublade. Ja, und was ich auch immer schon mal haben wollte, ist ein Sortiment an runden Drahtbürsten. Man hat ja oft mal irgendwo eine Bohrung, die man sauber haben will. Und da sind diese runden Drahtbürsten natürlich wunderbar. Das ist hier was, um es in die Maschine einzuspannen. Gleiche noch mal einen kleineren Durchmesser und die eben auch noch mal mit einem großen Durchmesser, dass man das schön mit einer Drahtbürste sauber machen kann. Und das ist hier eine, die ist
konisch, die ist vorne klein, wird in der Mitte dicker und das Ganze aus Messing. Damit kann man nämlich auch wunderbar irgendwelche Löcher oder Bohrungen, natürlich müssen das durchgehende sein, schön sauber machen. Ja, und was haben wir noch? Sonst haben wir nicht mehr viel. Benzinfilter. Braucht man immer. Kommt also auch wieder ins Fach. Und nicht zuletzt ein Tank. Das müsste ein Tank von einer alten Peugeot BB sein. Soweit, ja, der Lack ist nicht mehr ganz so toll. Hier hat schon mal jemand irgendwie dran rumgebogen. Warum, weiß ich nicht. Hier vorne auch, aber das biegt man sich wieder zurecht. Eine ganz kleine Beule ist hier vorne drin. Und ich habe gleich am Gewicht von dem Tank gemerkt, oha, da ist Rotz drin. Der ist auch von innen, ja, da ist eigentlich so ein Schmodder drin. Da ist eigentlich, so richtig verrostet ist der nicht, aber es ist eben halt Schmodder drin. Der muss mal gründlich gereinigt werden. Ich habe zwar keine Peugeot BB, aber bei dem Preis konnte ich eigentlich nicht Nein sagen. Und vielleicht tausche ich den irgendwann mal gegen irgendein anderes Teil oder irgendjemand sucht so ein Ding noch. Den packe ich mir erstmal weg. Der kommt in Keller, in das Teilelager vom Keller. Da liegen ja auch noch eine Menge Ersatzteile rum. Ja, aber jetzt wird es Zeit für die Stoßdämpfer. Ich bin schon ganz heiß drauf, wie das aussieht. So, dann wollen wir die alten mal abbauen. Da sind hier so Plastikkappen drauf, die sind auch nicht original. Aber gut, die hat da irgendjemand mal drauf gebaut, aus was weiß ich für Gründen. Die waren dabei. So, das sieht mir nach 17er aus. Wollen wir das Vorderrad festnehmen? Das ist mir dann doch lieber. So, und hier oben ist die Achse durch. Und hier wieder diesen Plastikgobbel abmachen. So, hier müssen wir wieder auf die Reihenfolge aufpassen. Mit den ganzen Scheibchen und Distanzbuchsen, die da dran sind. So. Die neuen sind kürzer, aber wie gesagt, diese hier waren eigentlich auch viel zu lang. Mal gucken. Die sind doch schon ein Stückchen länger. Aber wie gesagt, so lang gehören die auch gar nicht. So. Böse Klemmen hier.
So. Mal gucken. Die sehen doch schon deutlich besser aus. Aber. Und das habe ich mir nämlich gedacht. Die sind angegeben worden mit Durchmesser 10 mm. Das sind aber nur 8. Tja, da ist jetzt natürlich wieder guter Rat teuer. Kriege ich das auf 10 mm aufgebohrt? Oder nicht? Ach ja. Das zu dem Thema Passform der Teile, ne? So. Also es geht in 0,5er Schritten aufbohren. Ja, da habe ich ja nur noch 3 Stück. Aber ja, Hauptsache es passt. So, aber dann müssen wir ja auch die Bolzen noch mal ein bisschen aufpolieren. Die Distanzbuchsen hier mal. Wenn man das schon mal auseinander hat, dann kann man das auch gleich mal ein bisschen polieren, ne? Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir den einen erstmal schon mal wieder reinschieben und wie das dann aussieht. Also ich finde, das sieht um Längen besser aus. Nun mag es Leute geben, die diese mit den außenliegenden Federn ganz schick finden, aber ich bin eben halt auch so ein kleiner Originalitätsfetischist. Wobei da jetzt die ersten kritisieren werden, warum ist dann die Schwinge grün, die gehört Silber, ja. Warum ist dann die Schutzblechstrebe grün und nicht Silber? Und warum sind die unteren Gabelholme nicht Silber, wie es original gehört? Ja, das ist eben halt, wenn man mehr lackiert, als es nötig ist. Mir wird es in Silber etwas besser gefallen, weil dann wäre es eben noch originaler. Aber gut, ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Es glänzt, es passt zu dem Moped. Und wenn ich jetzt schon mal unten bin, dann werde ich sie auch gleich nochmal ein bisschen putzen. Und mal gucken, ob sie überhaupt anspringt. Steht jetzt halbes, dreiviertel Jahr steht sie auch schon. Wir werden sehen. So ein bisschen übergeputzt. Sieht die doch noch ganz schick aus. Ja, Reifen müsste ich auch mal aufpumpen. Aber damit warte ich noch. Weil ich habe ja hier nur unten diesen kleinen Kofferkompressor. Und ja, zum Reifen aufpumpen reicht der. Und Vergaser auspusten wird schon schwierig. Weil der hat natürlich keinen Kessel. Der fördert nicht unbedingt viel, einen großen Druck hat er auch nicht. Deswegen, ich hatte ja schon immer damit spekuliert, mir nochmal einen richtigen Kompressor zu kaufen. Nur das Lärm- und Platzproblem. Jetzt habe ich überlegt, hier drunter, unter der Hydraulikpresse, da kann ich mir noch ein Brett zuschneiden. Und da müsste der eigentlich reinpassen, den ich jetzt bestellt habe. Das ist zwar nur ein kleiner mit einem 24-Liter-Tank, das sollte aber für meine Bedürfnisse hier eigentlich reichen. Dann kann man damit mal ein bisschen was vernünftig arbeiten. Der macht 8 Bar, 60 Liter pro Minute, aber er ist leise und er passt da unten rein, wenn ich richtig gemessen habe. Also von daher wäre das schon optimal. Aber der sollte eigentlich gestern schon kommen, ist nicht gekommen, warten wir es ab. So, jetzt wollten wir gucken, ob die nach dem Dreivierteljahr auch anspringt. Also werde ich mich mal wieder ans Schwitzen machen und mal gucken, ob sie anspringt. So, Benzinhahn auf, raufklettern. Oh, das geht also leicht. Da klemmt das Vorderrad bloß immer lieber fest. Das ist immer so ein bisschen wackelig hier. Oder greift nicht richtig. Oder macht das Ding vielleicht doch, das macht auf. Das ist ja blöd. Mal an die Kupplung ran, ne? Jo, jetzt habe ich das hier abgeschraubt, das war aber gar nicht nötig, weil ich gemerkt habe, der Kolben klebte wohl etwas. Das ging gar nicht richtig durchzudrehen.
Und sie sprang aber dann noch nicht an. Jetzt habe ich überlegt, ich hatte doch damals noch letzten Sommer das Problem mit der blöden Zündkerze. Das habe ich hier auch immer schon auf dem Zettel noch stehen. Das nervt hier mit diesem Bautenzug. Ich kriege das mit einer Hand nicht hin. Dass da diese NGK-Kerze drin war, die immer so ein bisschen rumzickte. Nun probieren wir es mal mit einer neuen Bosch. So, Bosch-Kerze drin. Weil diese Bosch-Kerzen, ich mag sie einfach lieber. Und jetzt mal gucken. Besser. Das Einzige, was nicht besser ist, dass die Dinger immer so lange so furchtbar fallen und stinken, wenn sie aus dem Winterschlaf erwachen. Wobei, jetzt habe ich vorher Speed reingepumpt, das Ding hat gleich wieder zu, weil die Zündkerze ja offensichtlich tot war. Das fiel mir aber auch erst ein, als sie denn jetzt irgendwie trotzdem verklebten Kolben nicht anspringen wollte, dass ich ja letztes Jahr damit liegen geblieben bin, wegen der Zündkerze. Aber ich dachte, ich hätte die letztes Jahr schon ausgetauscht. Aber das war wohl wieder mal ein typischer Fall von Dengste. Also immer Augen auf, was man macht. Wobei, oh, da steht sogar noch, Ich bin so ein Depp. Was steht hier drauf? Moped, Tachowelle, Zündkerze. Da schreibt man sich das schon auf. Naja, ist nichts, wenn man alt wird. Ne? Ja, ich muss zugeben, so ganz problemlos sprengen die 103 jetzt nicht an. Naja, dreiviertel Jahr gestanden. Aber kaum wechselt man die Zündkerze, funktioniert's. Ja, damit wäre Nummer 2 getestet. Die Chao hatte ich ja schon getestet. Ja, ich habe noch ein paar übrig. Da hinten die 103, das ist die Mofa-Version, die 6000er. Den Roller hatte ich ja soweit fertig gemacht, aber ich bin immer noch nicht dazu gekommen, damit mal eine Runde zu drehen. Und die kleine GL10 muss auch noch mal ausprobiert werden. Dabei habe ich festgestellt, ich habe überall diese blöden Kerzenstecker drauf. Also A steht der NGK drauf, das geht schon mal gar nicht. Das sind ja keine Japaner. Und da müssen auf jeden Fall wieder die originalen Kerzenstecker drauf. Beziehungsweise zumindest diese ummantelten, so wie hier bei der Chao. Da muss ich wohl mal einen Satz bestellen, dass ich vernünftige Kerzenstecker habe, dass das ordentlich aussieht. Ja, das war es dann erstmal. Der Kompressor kommt hoffentlich. Nächsten Freitag kommt der Suzuki-Roller wieder. Da habe ich jetzt schon leichte Albträume, weil da müssen ja vorne hinten Reifen gemacht werden. Und diese kleinen Reifen, runter geht ja immer noch, aber wieder rauf. Boah, ein Gewürge. Na gut, wir werden sehen, was bis dahin passiert. Das war's erstmal wieder. Bis dann. Tschüss.